Du verstehst, wo das hinläuft. Das ist so wieder so eine Lücke im System, die ausgenutzt wurde. Ja. Richtig. Herzlich willkommen zur 13. Folge von Susi 3 zusammen mit Tobi. Hi. Ja, ihr seht es ein bisschen nebelig heute. Das hält uns aber nicht davon ab, zu fahren. Wir sind hier wieder auf der Marschbahn unterwegs und fahren heute, wie in der letzten Folge schon angekündigt, den wahrscheinlich sinnlosesten Zug Deutschlands, aber mehr dazu, wenn der auf den Gleisen ist. So, und da sind wir auch schon in unserer Baureihe 628. Den kennen wir noch aus der Folge 11, das sind wir eben auch gefahren. Und zwar fahren wir heute auf dem Sylt Shuttle Plus von Bredstedt nach Westerland auf Sylt. Wir werden aber nur den Abschnitt bis Niebüll fahren. Das sind gute 20 Minuten, aber das sind 20 Minuten, in denen ich euch genügend über den sinnlosesten Zug Deutschlands erklären kann und warum es ihn dennoch gibt. So, die Fahrgäste wollen einsteigen, aber es rettet wahrscheinlich nicht ganz so viele sind, aber ja. So, Abfahrt haben wir zur Minute 2. Ja, das heißt, wir haben noch ein paar Sekunden zu warten. Und dann ist es unser Ausfahrsignal, dass da rot ist noch? Wir müssen uns an das Ausfahrsignal einfach mal rantasten, würde ich sagen. So, sind die Türen jetzt zu, oder? Ah, jetzt so. So, da fahren wir mal los. Schauen wir mal, wie das Signal da aus. In der Realität würde man natürlich jetzt im Zugfunk nachfragen, wo man den Signalbegriff nicht erkennen könnte. Ah doch, Anni, das rote da ist das Gegengleis. Unseres ist grün, unser Ausfahrsignal. Dann nehmen wir das mal auch. Wir dürfen mit 100 km/h ausfahren. Und das tun wir auch. Ja, was ist ein Sylt Shuttle Plus? Also, hauptsächlich ist es einmal diese 628, mit der wir durch die Gegend fahren, aber warum fährt die hier zusätzlich zum Regionalex, von dem wir in der letzten Folge gefahren sind, zwischen Bredstedt und Westerland auf Sylt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. 140, aber unser Zug kann nur 120, deswegen. Und nicht ganz optimal für die Strecke. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie an Bord des Sylt Shuttle Plus auf der Fahrt nach Westerland auf Sylt mit Zwischenhalt in Langenhorn und Niebüll, wo wir dann an den Autozug angekoppelt werden. Ich wünsche eine angenehme Fahrt. Sylt Shuttle Plus, das Ganze kommt vom Sylt Shuttle, so heißen die Autozüge, die zwischen Niebüll und Westerland fahren. Und ich glaube, ich mache mal einen ganz kurzen Exkurs mit euch in die Welt der Zugstreckenvergaben, also wann, wo, welcher Zug fahren darf. So, 184.3 ist der nächste Halt in Langenhorn. Und zwar also so, da wird am Anfang erst damit Regionalverkehr und so aufgefüllt, was ja von den Ländern beauftragt wird. Und sind am Ende immer noch halt eben Kapazitäten auf so einer Strecke frei. So weit so logisch, Tobi? Ja, macht Sinn. Und dann wird halt eben gefragt vom demjenigen, dem die Infrastruktur gehört, in allermeisten Fällen ist es die DB Netz AG. In manchen Fällen sind aber auch private Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Und die fragen dann, wer möchte denn hier Züge fahren lassen? Dann gibt es sogenannte Fahrplantrassen, also Zeitabschnitte, auf denen man auf der Strecke fahren kann. Und dann wird gefragt, wer will denn fahren? Und dann können die Leute sich halt eben dort bewerben, auf wie viele Trassen sie haben wollen und am liebsten welche Trasse sie halt eben haben wollen. Und dann wird einfach entschieden, wer welche Trasse bekommt. So, genauso ist es hier ist bei der. Mit. Wer das höchste bietet, bekommt es dann, oder? Nee. Du bewirbst dich erstmal darum, damit entschieden, wer es bekommt. Und zu Entscheidungskriterien kommen wir gleich noch. So, genauso ist hier auf dieser Bahnstrecke auch. Problem ist aber, hier, wie ich schon letztes Mal gesagt hatte, vor allem zwischen Niebüll und Westerland, ist ein bisschen eng, wo die Autozüge fahren, weil es da teilweise noch eingleisig ist.
Und bis 2016 war es so, dass da halt eben als Autozugbetreiber nur die Deutsche Bahn unterwegs war. Und dadurch konnten die einfach alle Trassen dort nehmen, die nicht durch irgendwelche Güterzüge blockiert wurden, wo nicht irgendwelche Güterzüge fahren wollten. Denn allgemein gilt, dass versucht wird, es allen möglichst gleich und gerecht zu machen, also dass alle genügend Trassen bekommen, wie sie möglichst haben wollen. Also 184,3, wo sind wir denn gerade? 181, ja, da habe ich noch ein bisschen. Ach nee, die Kühlbremse wieder. Hä? Ja, die Bremse. Die Bremse wieder. Aber seit 2016 ist es so, dass auf dieser Strecke noch ein zweiter Autozugbetreiber, das hatte ich in der letzten Folge auch gezeigt, da gab es einmal diese mit der DB-Lok vorne dran und dem Sylt Shuttle Plus hinten dran gehangen, die Autozüge. Und dann gab es noch einen anderen Autozug, also eine blaue Lok vorne dran. Und dieser andere Autozugbetreiber ist natürlich jetzt Konkurrenz für die DB, weil die tun jetzt natürlich beide beantragen, dass sie Trassen haben wollen. Und am Ende würde das ja bedeuten, dass die DB nur noch die Hälfte der Trassen bekommt, weil man versucht, möglichst einen Ausgleich zu machen zwischen beiden Betreibern, dass die möglichst gleich viel bekommen, wenn die sich für gleich viel bewerben. So, ne? Dass sie gleich große Chancen haben. Genau, dass einfach der Wettbewerb zur Schiene gleich ist. So, 184,3, da ist noch ein bisschen Zeit, Meine Damen und Herren, unser nächster Halt ist Langenhorn. Zwei, ja. Wollen Sie schon mal. Immerhin kann ich hier ordentlich bremsen, ne? So. Aber es gibt so ein paar Spezialregeln. Und zwar nehmen wir mal jetzt so, uns so einen ganz langen Nachtzug, der einmal quer durch ganz Europa fährt. Wenn der jetzt auf irgendeiner Bahnstrecke eine Trasse braucht, um zu fahren, aber nicht bekommt, weil ein anderer Kollege, ein anderer Bewerber die bekommt, dann hat der Nachtzug ja echt Probleme auf seiner Fahrt, wenn er das bei jeder kleinen Bahnstrecke machen muss, so, ne? Hat er dann immer Priorität, oder? Und deswegen gilt, umso länger der Zuglauf ist, also umso länger die Strecke ist, die der Zug zurücklegt, desto höher priorisiert wird der. Und auf welche Idee ist jetzt die DB gekommen? Wenn dann unsere Autozüge einfach so einen alten Dieseltriebwagen, so der 628 hinten dran, die fährt dann von Westerland nach Niebüll, dort endet der Autozug zwar, weil man kann den Autozug auch nicht verlängern irgendwie, geht ja nicht. Es gibt nur Niebüll und in Westerland halt eben eine Autoverladerampe. Wir kuppeln den Dieseltriebwagen dann ab und der fährt dann noch bis nach Bredstedt zum nächsten Bahnhof, weil Langenhorn hier ist ja nur ein Haltepunkt. Deshalb existieren diese Züge. Damit sind die Zugumläufe der DB-Autozüge, werden die berechnet von Niebüll bis Bredstedt, während die vom anderen Betreiber nur von Niebüll bis, von Westerland nach Bredstedt und vom anderen Zugbetreiber ist von Westerland nach Niebüll werden die da berechnet. Zugläufe. In anderen Worten, die Zugläufe der DB-Züge sind länger. In anderen Worten, die DB-Autozüge bekommen Priorität und so bekommt die DB mehr als die Hälfte der Trassen. Das ist so wieder so eine Lücke im System, die ausgenutzt wurde, ja. Richtig. Und deshalb fahren wir hier mit einem Dieseltriebwagen, der in Niebüll ein Autozug eingekoppelt wird. So weit, so simpel. Aber dieser Zug hier wird halt eben dann in Niebüll, gehen wir an den Bahnsteig, da müssen wir ein bisschen zurück, da müssen wir wieder zurückrangieren und uns hinten an den Autozug dran koppeln, dann fährt der Autozug los nach Westerland. Dort wird der Autozug, dort fahren dann erstmal, steht dann eine Autoverladerampe, wo dann die Autos runterfahren können. Unser Dieseltriebwagen muss wieder zurücksetzen, ne, rangieren und muss dann in den Bahnhof von Niebüll extra nochmal einfahren. Von Westerland. Das heißt, zwischen Niebüll und Westerland hält der Zug hier zwar nicht, braucht aber länger als der Regionalexpress, in dem wir in der letzten Folge gefahren sind für die Strecke. Aufgrund des vielen Hin- und Herkuppelns. Und weil die Autozüge ja auch immer an der Seite stehen bleiben und auf die Regionalexpresse warten müssen. Ne? Das heißt, diese Sylt Shuttle Plus, die dann weniger halten, ne, brauchen länger. Und jetzt kommt noch hinzu, es gibt ja einen Regionalverkehr, wird ja immer vom jeweiligen Bundesland
bestellt. Das heißt, das Bundesland sagt, wir wollen, dass hier ein Regionalzug im Stundentakt, Zwei-Stunden-Takt, wie auch immer fährt. Wer würde denn, wer hat das beste Angebot für uns? Aber diese Sylt-Shuttle-Plus-Leistungen hier, die hat das Land Schleswig-Holstein, hat ja nicht gesagt, wir wollen, dass hier ein Sylt-Shuttle-Plus noch extra fährt zwischen Westerland und Bredstedt. Das heißt, die DB tut diesen Zug eigenwirtschaftlich anbieten und er gilt somit als Fernverkehrszug. Das heißt, meine Güte, er braucht länger als der Regionalexpress und ist teurer, weil du kein Regionalverkehrsticket darin nutzen kannst. Ah, es ist doch... Rate mal, wie hoch die Auslastung des Dieseltriebwagens hier hinter uns ist. Und nur damit... Also, die Auslastung liegt durchschnittlich bei 0 bis 1 Passagier. Das ist ein Zug, dort kannst du gut irgendwas drehen, ja? Wenn du als Vlogger oder was weiß ich, oder als YouTuber irgendwas drehen willst, mit einem Zug, dann nimmst du einfach den. Ja. Weißt du, das ist auch nochmal so eins meiner Live-Goals. Ich möchte in meinem Leben irgendwann noch einmal mit einem Sylt-Shuttle-Plus fahren. Einfach nur, um es mal gemacht zu haben. Du fährst in einem alten Diesel-Regionalbahnwagen, der noch 90er-Jahre-Flair versprüht. Also wirklich, der Stand hier drin ist 90er Jahre. Naja, was sollen die da so aktuell machen, ne? Jaja, ist halt so. Und ja, fährst halt mit diesem Zug durch die Gegend. Und wenn du Glück hast, steigt unterwegs nochmal noch eine Person ein. Aber das ist teurer als mit dem Regionalexpress und langsamer. Weil Liebe, Warten, Ankoppeln, Rangieren, das Ganze wieder im Westerland... Weil die Bahnsteige auch nicht dafür ausgelegt sind, sondern bloß hier ist da ein Autozug drin hält. Aber der Autozug hält dann halt eben in Westerland. Wir müssen abgekoppelt werden. Das dauert nochmal so 3, 4, 5 Minuten, ehe wir abgekoppelt sind. Dann müssen wir zurückrangieren ins Gleisvorfeld und wieder vorwärts fahren. Weil es auch ein Problem ist, diese Bahnstrecke hier ist ja unglaublich stark ausgelastet. Und dieses ganze Rangieren, sofort, wird ja immer für mehrere Minuten das Gleisvorfeld zum Teilen gesperrt. Das heißt, vor allem in Verspätungsfällen fort erschwert das unglaublich hier die Flexibilität der Infrastruktur. Weil einfach dann teilweise minutenlang Gleisvorfeld Sachen gesperrt sind, weil hier so ein Dieseltriebwagen, mit dem niemand fährt, hin und her rangiert wird. Ach guck mal, das ist der Kollege in die Gegenrichtung. Also fahren natürlich mehrere Triebwagen vom Sylt Shuttle Plus, ne? Fahren auch mehrere Autozüge. Allein schon, was du überlegst, also die Lokführer, hier sind bestimmt, keine Ahnung, 3, 4 Lokführer, jede Schicht eingeplant für diesen Zug, der nichts bringt. Na gut, eher wahrscheinlich 2 Lokführer, weil die fahren nur, also die Lokführer hier selber fahren ja nur, ich weiß gar nicht, fahren die bis Westerland mit, weil die müssen Westerland rangieren, weil eigentlich werden die zwischen Liebe und Westerland ja nicht gebraucht, weil sie einfach nur hinten dran gehangen sind, ne? Und die essen dann was Leckeres oder so, Mittagspause. Aber ich weiß gar nicht, ob die sogar dann Liebe und Aussteiger von den Zug in die Gegenrichtung nehmen, aber irgendwie muss er dann in Westerland rangieren, den Zug noch. Dass der Lokführer vom Autozug macht oder so, keine Ahnung. Oder jemand am Bahnhof extra abgestellt ist, der immer die ankommenden und abfahrenden Züge hin und her rangiert, weiß ich nicht. Also es ist sehr viel Personalaufwand und Materialaufwand, sinnlose Verspätungen, ja. Und betriebstechnisch ist ja auch eine Vollkatastrophe. Du hast den Dieseltriebwagen einfach an den Autozug hinten dran koppelst noch. Das ist doch betriebstechnisch unglaublich aufwendig. Aber anscheinend lohnt es sich dafür, dass die DB mehr Autozüge fahren darf als der Konkurrent. Anscheinend ist das Nutzen-Kosten-Verhältnis des Ganzen hier positiv. Deswegen fährt er seit 2016 ununterbrochen. Es gab in der gesamten Geschichte. Es gab in der gesamten Geschichte von diesem Sylt Shuttle Plus nur eine Zeit mal, wo der stärker ausgelastet war. Das war die Zeit des 9-Euro-Tickets, weil die DB gesagt hat, hier in den Zügen geht auch das 9-Euro-Ticket. Wo
wäre Schleswig-Holstein nicht so weit entfernt von uns, dann wäre ich da wahrscheinlich auch hingefahren mal einen Tag, um mit dem Zug jetzt zu fahren für 9 Euro und wieder zurück. Aber hin und zurück nach Schleswig-Holstein, das wird ein bisschen schwierig an einem Tag von uns aus mit Regionalzügen. Könnte man ja irgendwann mal als Ausflug machen. Aber eben nicht mehr für 9 Euro. Das stimmt. Aber es soll ja irgendwie ein neues Bahnticket rauskommen, ne? Ja, das 49-Euro-Ticket. 48, genau. Aber steht auch in den Sternen. Wahrscheinlich wird es auch nicht bei 49 Euro bleiben, sondern immer wieder mal sich Preiserhöhungen geben. Das heißt ja jetzt auch Deutschland-Ticket. Damit der Name nicht so an den Preis gekoppelt ist. So, aber da sind wir auch schon gleich in Nibel. Aber ich habe gut ein bisschen Anekdötchen hier zu dem Zug erzählt. So eine Spezialfolge. Nicht so lang, 20 Minuten, aber dafür der reinste Fremdscham. Ich kann übrigens nur dazu. Die Folge unter einer Stunde, ey. Das ist eine Zug, die Folge unter 40 Minuten, sagen wir es mal so. Eieieiei. Na. Aber ich kann euch dazu wärmstens einen Beitrag von Extra 3 empfehlen. Die haben das mal in so 5 Minuten alles ganz schön zusammengepackt. Kannst du aufs i packen oder so. Na. No. Oder die Videobeschreibung oder irgendwas. Haltet die Augen offen. Meine Damen und Herren, unser nächster Halt ist Nibel, wo wir im Anschluss an den Halt in den Autozug nach Westerland angekoppelt werden. So, hier steht ein Autozug, vielleicht wenn man an den dran gekoppelt. Na, wir fahren doch gerade Richtung Sylt, oder? Na, wir fahren gerade Richtung Sylt. Wir sind jetzt hier wieder. Na, dann haben die das vielleicht gerade aufgeladen hier. Dann, no. Wenn wir sind jetzt hier gerade in Nibel, wo die Autos aufgeladen werden in Richtung Westerland. So, im Regionalexpress sind wir da geradeaus weitergefahren. Wir fahren jetzt auf irgendein Nebengleis, wo die Leute abladen, die hier ein- und aussteigen wollen. Also abladen und aufladen. Und dann werden wir an irgendeinen Autozug angekoppelt. Beziehungsweise wir kuppeln an irgendeinen Autozug an Bord. Ich weiß noch nicht an welchen. Das wird uns noch gesagt werden. Stand ja gerade so ein Bagger, ne? Das erinnert mich sehr an den Deepair-Bagger, mit dem ich in der letzten Bausimulator-Folge rumgefahren bin. Da haben wir nämlich gerade eben aufgenommen, also vor der Folge hier. Könnt ihr euch auch gerne anschauen. Beziehungsweise, warte mal. Nee, das ist dann, doch, ja. Ja. Ich habe gerade überlegt, ob es nicht letzte Woche war dann, die Folge. Nee, ob jetzt erst die richtige Folge kommt oder... Nee. Okay. Wir haben schon eine richtige Reihenfolge aufgenommen. Ja, nee, klar. Aber es hätte ja sein können, dass die Zusi-Folge jetzt, also wir haben heute den 17.02., das ist ein Freitag, dass wir heute die Zusi-Folge vom Morgen, den 18.02. aufgenommen haben. Nee, die haben wir schon aufgenommen. Das ist mir auch wieder eingefallen. Ja, Tobi kurz verwirrt. No. Ja, ist interessant. In Nibel. Und und dieses kurze Stückchen, für diese 20 Minuten, die wir gefahren sind, die fährt man. Vom der fährt ja nicht mal bis Husum oder irgendwas weiter, was vielleicht noch sinnvoll wäre, weil Nibel und Husum hier sind beides größere Umsteigebahnhöfe. Nein, der fährt nicht bis Husum, der fährt nur bis Bredstedt. Irgendein kleiner Bahnhof im Nirgendwo, der keinerlei eisenbahntechnische Bedeutung hat, groß. Was ich sagen wollte, ist, was ich interessant finde, ist, über dem Geschwindigkeitswahlhebel oder wie auch immer das Ding heißt, da sind doch so zwei Lampen, die ganze Zeit abwechselnd blinken. Jetzt gerade, ja. Und die sind blau. Ja. Aber wenn sie an sind, sind sie weiß. Ja. Why? Ich glaube, sie sollten hellblau sein, wenn sie an sind. Ja, das sind die PZB 70 und 85 Melder. Da haben wir dann noch den Befehl 40 Meter, den 500 Hertz Meter, der gerade leuchtet, wo wir über 500 Hertz Magnet drüber gefahren sind. Und den 1000 Hertz Magnet. Vor allem, wir sind übrigens anderthalb Minuten zu früh angekommen in Diebel. Ich wollte es nur mal so ansmerken, am Rand. Hast du die Türen aufgemacht? Naja, sind schon offen, aber wir sind halt anderthalb Minuten zu früh.
Wir sind 19 und 30 Sekunden angekommen, aber 21 ist es Ankunft eigentlich. Ah ja, ich kann ja mal vorspulen. Wollte gerade sagen, da kannst du ja mal einen Cut setzen. Ach, ich kann auch vorspulen. Da habe ich meine Vorspultaste hier. Bitte nicht auf die SIFA, bitte nicht auf die PCB-Melder gucken, das könnte Augenkrebs verursachen. Ja, ist irgendwie ganz schön schlimm, wie unregelmäßig das ist. Eigentlich ist es ganz regelmäßig, aber halt eben sehr schnell. So, kriege ich noch eine Auswertung oder? Naja, dann kriege ich halt eben keine Auswertung. Mir auch egal. Soll mir recht sein. Danke fürs Zusehen und ja, bis zur nächsten Folge, auch wenn diese recht kurz war. Ne? Tschüss. Tschüss.